Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Haustier-Tipp. Diesmal geht es um den guineischen Raben. Dieses Haustier ist etwas Besonderes, denn diesen Raben können wir nur als Worgen, also auf der Allianz-Seite von einem Haustiertrainer kaufen. Er kommt also nicht in der Wildnis vor. Aber das heißt jetzt nicht für uns Hortler, dass wir auf den Raben verzichten müssen. Es gibt zwei Wege, um an ihn heranzukommen. Die erste Variante wäre, sich einen Worgen zu erstellen und das Startgebiet durchzuleveln. Das sind ca. 70 bis 80 Quests. Danach landen wir in der Nassos und fliegen von dort aus rüber zur Dunkelküste und kaufen uns dort dann den Raben. Die zweite und aber auch schnellere Variante ist es, sich aber einen Worgen Todesritter zu erstellen. Dort das Startgebiet durchzuquesten, das sind nämlich nur 35 Quests. Und mit der letzten Quest auf den Spuren der Könige kommen wir dann auch noch nach Stormwind und dort können wir dann unsere Haustiertrainerin besuchen, die unseren Raben hat. Somit ist natürlich die zweite Variante um einiges schneller. Das Haustier können wir auch nur einmal pro Worgencharakter kaufen, also überlegt euch gut, was ihr mit diesem Haustier anstellt. Solltet ihr nun aber mehr haben wollen, müsst ihr im Aktionshaus schauen, vielleicht aber auch einen Freund fragen oder natürlich wieder einen neuen Worgen-Todesritter erstellen. Ich wünsche euch natürlich jetzt viel Spaß mit dem kleinen Federvieh und wir hören uns natürlich, wenn ihr es möchtet, zum nächsten Haustier-Tipp wieder. Bye bye!